So würde ich das nämlich machen. Ich glaube, das ist schon ganz geil. Ich glaube, das hat was. Ich glaube, das können wir so machen. Da noch einer ran, da noch einer ran. Ein bisschen für Ausleuchtung hier sorgen. Selbiges hier vorne. Zack. So. Was halten wir davon? Ich glaube, das ist schon wirklich ganz cool. Jetzt haben wir oben auch den Weg fertig gebaut. Die Musik passt tatsächlich gerade gar nicht mal so dazu. Die ist ein bisschen zu zirkuslastig dafür, für was wir jetzt hier gerade bauen, ey. So, ich würde hier den einen nochmal wegnehmen, weil dann können wir uns nämlich hier in die Richtung jetzt mal orientieren, dass wir hier unten hinkommen. Dazu hole ich nochmal die eine Stufe, denn ich weiß, dass wir noch eine Stufe haben da vorne. Da kann ich aber ganz kurz mal gucken. Dann haben wir nämlich den Hafen durch. Wir haben die Erde aufgefüllt. Das sind die Themen, die ich jetzt hier gerade einmal weggepackt habe. Das haben wir besprochen, das haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Ja, auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen. Also ich habe jetzt diesen Englisch-Witz habe ich da extra reingepackt, weil die ganzen Länder da ja immer Ghost to sagen für alle möglichen Pünktchen, die dann da vergeben werden. Schön, die wollte ich behalten. Das wollen wir behalten. Dazu lassen wir das auch nochmal. Ich wollte die Treppen mitnehmen und wir wollen nochmal ein bisschen Treppen bauen. Die können wir hier lassen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Eine Schaufel brauchen wir aber auf jeden Fall. Das können wir nochmal am fixen machen. Und dann nochmal die Stüfchen. Wir haben tatsächlich jetzt auch ziemlich viel Cobblestone übrig. So viel braucht man jetzt dann gar nicht mehr. Da können wir dann mal gucken, wofür wir die dann sonst noch benutzen. Ich baue jetzt erstmal auch mehr Treppen, als wir eigentlich brauchen. Weil wir werden irgendwann sowieso nochmal Treppen brauchen. Aber dann haben wir auf jeden Fall das geschafft, was ich hier machen wollte. Nämlich, dass wir auf jeden Fall den Dings fertig bauen. Auf jeden Fall den Hafen fertig bauen. So, pass auf. Dann machen wir es nämlich hier genauso wieder auch. Dass wir das nämlich so tun. Und jetzt ist die Frage. Wir können ja auf jeden Fall mit Slabs arbeiten. Also das heißt, wir könnten auf jeden Fall den machen. Und könnten hier vorne dann auch nochmal Stein reinpacken. Ich nehme mal hier das dahin und das dahin. Dass wir hier nochmal mit Stein gehen, aber schon mal so ein bisschen. Ne, wenn man das anders, das kommt dahin. Und hier kommt wenn dann das hin. Dass wir dann hier irgendwie so. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was hinpacken. Da machen wir mal so. Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Dann würde ich das nämlich hier mal so machen. Das nehmen wir mal weg. Das nehmen wir auch weg. Müssen wir hier nochmal mit einem Laternchen gucken. Dann bauen wir da vorne irgendwie nochmal eins hin. Weil dann hätte ich es nämlich fast so gemacht, dass wir jetzt hier nochmal machen. So nämlich. Ich glaube, das kann man so machen. Hat nicht ganz diesen Übergang jetzt geschaffen, den ich mir erhofft hatte. Dann kommt hier nochmal einer hin. Zack, so. Aber jetzt haben wir quasi hier dann auch nochmal so einen Abgang geschaffen hier runter. Ich glaube, das können wir so lassen. Jetzt überlege ich aber hier noch, das nochmal ein bisschen anders zu machen. Einfach, um das ein bisschen schöner hier werden zu lassen. Machen das mal die nochmal weg. Den auch. Die nehmen wir auch nochmal weg. Und hauen da jetzt nochmal hier Stämme hin. Und zwar bis da. So. Bam, bam. So würde ich es, glaube ich, machen. Ich glaube, damit bin ich doch dann sehr zufrieden. Ich dachte gerade, hier kommt ein Creeper oder sowas. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir hier nochmal schauen, dass wir dann hier nochmal so ein paar Lämpchen dann platzieren. Sehr schön. Boah, ist das nice. Das ist ja richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt haben wir hier einen Abgang. Jetzt haben wir da hinten einen Abgang. Jetzt kommt man da runter, hier vorne runter. Und dann soll man hier auch noch runterkommen. Hier. In die Richtung. Da können wir dann auch nochmal schauen, dass wir hier da auch nochmal runterbauen. Ja,
Wie machen wir das jetzt hier am besten? Wir müssen es, glaube ich, also wir müssen es auch mit Stufen machen, damit wir schnell genug quasi runterkommen, damit der Abgang quasi weit genug runtergeht oder schnell genug runtergeht. Ja, das müssen wir, glaube ich, so machen. Also so, so, so. So müssen wir das machen. Und dann baue ich erstmal bis hier aus. Und dann überlegen wir uns später, was wir machen. Ich will jetzt hier nichts Neues anfangen an dem Hafen erstmal. Weil der ist schon so geil, wie er jetzt ist. Und um die anderen Sachen möchte ich mir später Gedanken machen. Einfach, wenn wir dann da ein bisschen mehr Zeit haben und uns da dann wirklich schön nochmal drum kümmern können. Weil ich will jetzt gerne nochmal ein bisschen was anderes machen. Aber ich muss sagen, letztendlich, das Ergebnis ist sehr gut geworden. Es gefällt mir unfassbar gut. Und ja, da können wir auf jeden Fall stolz sein, was wir hier geleistet haben, was wir hier erschaffen haben. Und da freue ich mich dann wirklich auch schon drauf, dann da weiterzumachen. Aber für den Moment würde ich sagen, ziehen wir hier unter diesen Hafen erstmal zumindest hier einen Schlussstrich. Warum hier, warum ich das jetzt so sage, da vorne würde ich nämlich gerne noch weitermachen, weil hier haben wir jetzt dann nämlich noch einen Weg, den wir noch bauen müssten, der uns zu einem Leuchtturm führt, der noch nicht da ist. Der noch gebaut werden wird. Nämlich da hinten. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Also beziehungsweise das ist noch eine der Sachen, die hier noch ansteht, die mit, ein bisschen mit dem Hafen zu tun haben. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin super happy. Hier fehlen halt natürlich noch ein paar Gebäude. Aber wie schon gesagt, um die Sachen kümmern wir uns zu einem späteren Zeitpunkt dann, wenn es dann soweit ist. In ja, ein paar Folgen würde ich dann sagen. In ein paar Folgen kümmern wir uns dann darum, kümmern den Aufgang hier, finde ich auch, der ist echt ganz gut geworden, also diese Teilung hier in den Wegen. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich keine Beleuchtung mehr drin, dann können wir uns hier dann auch mal darum kümmern, dass wir da mal ein bisschen Beleuchtung hinpacken. Zack, da nochmal was hin. Hier nochmal was hin. Dass wir dann einfach ein bisschen was ausgeleuchtet haben. Das ist nämlich auch noch eine Sache, die mir in dem Texturenpack dann nicht so ganz so gut gefällt. Es ist sehr dunkel. Also die Texturen sind doch relativ dunkel. Das ist so eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt hier. Aber da haben wir ja ein bisschen vorgesorgt, indem wir hier jetzt ein Fackelmaterial haben auch. Gut, ja. Dann würde ich eine ganz kurze Pause machen, mir kurz was Neues zu trinken holen. Wir machen noch weiter. Also die Aufnahme ist für mich noch nicht vorbei. Aber ein ganz kurzes Päuschen müsst ihr mir geben. Dann legen wir hier erstmal alles wieder ab. Guck mal, wir haben noch so viel Cobblestone. Da können wir noch so viel machen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass das mit der Diamantspitzhacke so viel besser geht. Also, ich wusste, dass es besser mit der Diamantspitzhacke gehen wird. Dass es aber im Verhältnis so viel besser geht, das war mir nicht bewusst. Weil das ist schon wirklich echt ein Ding jetzt. Das ging wirklich richtig gut jetzt. Gut, ja, Leute, dann ganz kurzes Päuschen. Ich gehe ganz kurz mir noch was Neues zu trinken holen und bin dann sofort wieder für euch da. Wir stellen uns wieder in die schöne Ecke hier rein und ich bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit ein bisschen Mucke. Die wird jetzt auch hier wieder weiterspielen. Ja. Hat funktioniert, sehr gut. So, also, unseren Hafen belassen wir jetzt erstmal bei dem, was jetzt da steht. Was ich mir jetzt gedacht habe, ist, dass wir vielleicht uns jetzt mal so ein bisschen um das Detailing kümmern. Wir können mal kurz mal schauen. Ich nehme auf jeden Fall Erde mit, weil ich brauche das für die Fences. Wir werden nochmal ein bisschen Holz abbauen. Wir bauen nochmal ein bisschen Holz ab. Ich brauche jetzt ein bisschen Holz für... es wird Tag gerade. Okay, das ist sehr gut. Ich brauche noch ein bisschen Holz für Zäune. Denn wir werden uns jetzt mal ein bisschen mit dem Detailing beschäftigen. Das bedeutet jetzt im ersten Teil, dass wir hier auf jeden Fall Erde bauen, um es hier hochzubauen. Dann gehst du mal bitte da weg, danke. Bedeutet, dass wir jetzt dann mal schauen, dass wir ein paar Lampen platzieren. Also, dass ich zumindest die Zäune für unsere Laternen platziere, die wir später benutzen werden. Da wird dann noch Glowstone später rankommen, beziehungsweise Laternen dann wirklich später, wenn sie dann verfügbar sind. Keine Ahnung, welche Version das sein wird. Das ist jetzt das nächste, was wir heute machen. Also, dass wir nochmal ein bisschen Detailing betreiben. Und das bedeutet auch, dass ich das Ding hier zumache. So, genau. Das ist das, was wir jetzt erstmal machen werden. Dafür hole ich mir jetzt nochmal hier so ein paar Bäumchen, damit wir wirklich genug haben, weil wir werden sehr viele brauchen. Ich denke mal, mit dem Stack sind wir einigermaßen gut dabei. Lieber noch ein bisschen mehr, vorsichtshalber. Oh, sieht die, guck mal, es ist so schön, dass die Sachen fallen lassen. Es ist wunderbar.
Das ist so eine Erleichterung, wirklich. Es ist so eine Erleichterung, weil ich mir einfach damit auch Stunden, also wirklich Stunden Arbeit spare, diese Sachen jedes Mal am Ende der Aufnahmen nochmal wieder abzubauen. Das ist wirklich echt eine Qual, das jedes Mal wieder abzubauen. Jetzt haben wir quasi, jetzt haben wir schon 5, jetzt brauchen wir theoretisch nur noch einen. Und dann haben wir die Sachen, die wir abgeholzt haben, schon wieder gut gemacht. Guck mal, zack, da ist er. Und jetzt sind wir quasi wieder bei 0. Das ist optimal. So, dann bauen wir jetzt dann nochmal, ich mach mal 2 Stacks Zäune tatsächlich. Einfach wirklich, um auf Nummer sicher zu gehen, weil da wird ein bisschen, wir werden wirklich ein bisschen was da brauchen. Haben wir noch irgendwie Holz hier übrig? Stickies? Nee. Wir brauchen ja auch keine, kein Dings da dafür. Eine Axt, um die dann abzubauen. Das wird logischerweise, glaube ich, nicht ausreichen. Was war doch da mit 4 Stacks? Ich erinnere mich, da war was. Beziehungsweise wir machen erstmal 3. Wir brauchen trotzdem eh nochmal Holz. So, das dürfte dann ein Stack sein. Dann machen wir das so. So, zack, 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 zack. Und dann würde ich dann nämlich auch quasi im selben Zuge dann mal schauen, dass wir uns auch um das Detailing in den Häusern kümmern. Darüber habe ich ja schon öfter mal gesprochen, dass wir uns darum vielleicht mal kümmern sollten, dass wir mal ein bisschen Innenausstattung und sowas mal machen. Das wird eine der nächsten Sachen sein, die wir dann jetzt noch tun werden. Das werden wir eventuell auch noch heute machen. Dass wir da mal ein bisschen was reinfeuern in die ganzen Häuschen. So, mal gucken, wie weit kommen wir damit. Wie weit kommen wir damit? Ein Stack auf jeden Fall schon mal. Oh, ich glaube, das dürfte sogar schon fast ausreichen, ne? Können wir den Rest für irgendwas anderes dann noch verwenden. 16. 4 Stück. Ja, 20 Stück haben wir jetzt dann noch übrig. Lassen wir die mal. Oh, ui. Habe ich Shuffle an? Habe ich, okay. Muss nur gerade auf Nummer sicher gehen, weil ich meine, diese Reihenfolge an Liedern schon mal genau so gehabt zu haben. Das ist die Sache dabei. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Ist da irgendwo noch Holz drin? Da ist irgendwo noch Holz drin, ne? Da ist nämlich noch einer. Ich wundere mich nämlich schon, dass das hier nicht weggeht. Jetzt passiert da nämlich nochmal was. Da passiert was! Ist denn noch irgendwo einer? Nein, oder? Ah, das hängt nur wieder da oben dran, ne? Ah, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Das haben wir hinten auch schon gehabt. Dass das da oben dran festgehangen hat und sich dann nicht abbaut. Also es quasi nicht verschwindet. Ja, blöde Sache. Blöde Sache. Jetzt warten wir mal ganz kurz, dass, wenn das jetzt verschwindet, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen noch einen rauskriegen. Ich wollte nämlich erstmal warten, bis das weg ist, aber... Ah, guck mal, da kommt noch einer raus. Zack. Aber es wird tatsächlich daran liegen, dass das da an diesem Ding da oben dran hängt. Warum auch immer ein Half-Slap dafür sorgt, dass das, ja, sehr schön. So, pass auf, wir gehen von oben. Also wir gehen nach oben hin und gehen von dort aus dann, weil ich da dementsprechend noch die Bilder gemacht habe. Ich weiß, ich könnte es irgendwie platzieren, aber ich muss sagen, dass das von der Ausleuchtung her und von der Atmosphäre war das schon ganz geil. Das habe ich ja schon mal erzählt. Die sind alle schon richtig platziert hier. Also das passt alles. Die können wir nur dann nochmal ein bisschen umbauen. Dass wir da nochmal ein bisschen, das einen kleinen Ticken anders dann nochmal machen. So, ich kann noch ganz kurz hier mal schauen, schon mal, weil jetzt, wo ich hier gerade hier unten bin, ich erinnere mich nämlich, ich habe davon Bilder hier unten gemacht. Es ist, ich weiß, es ist so absurd, aber... Wer kommt dann nämlich dahin, wo diese rote Blume steht, da. Aber wir können leider immer noch nicht die Sachen da drauf platzieren. Deswegen platzieren wir das jetzt erstmal nur so. Hier kommt der auf jeden Fall hin. Da kommt einer hin, da kommt einer hin. Haben wir das hier... Ich glaube, ich habe es hier ganz an die Ecke gemacht, ne? Da habe ich sogar nicht mal ein Foto von gemacht. Bin ich doof? Ja, ich habe leider einige Sachen erst später fotografiert. Deswegen gehen wir jetzt von oben, weil dann habe ich es nämlich chronologisch. Von oben kann ich dann nämlich runtergehen. Da habe ich es nämlich dann alles dann auch schön gemacht. Was habe ich aber natürlich wieder vergessen... Den Bereich hinten, also da bei dem Häuschen, habe ich es nicht gemacht. Ich Idiot. Me Idiot. Und das Problem ist halt wirklich, dass wir diese scheiß Zäune nicht übereinander ordentlich platzieren können. Das ist so behindert. Ich mache das jetzt halt quasi, dass wir es erstmal markieren. Und dann bauen wir es fertig quasi. Wobei, ist das so smart? Ich weiß es gerade gar nicht. Wieso packe ich das immer auch an die Stellen, wo dann die Sachen hinkommen sollen? So, pass auf, das Ding, also hier kommt dann der Glowstone hin auf die Höhe. Das heißt, wir müssen es so machen, wenn ich jetzt richtig liege. Zack, zack.
Bam. 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 So müsste es dann nämlich sein. So, und da kommt dann der Glowstone dann nämlich ran. Das sieht gut aus. Und hier kommt es dann auf den hier. Da kommt es dann hin. Wissen wir aber schon mal auf jeden Fall, wie wir es machen werden. Zack, zack. Bam, bam. So.